Heilige Evangelium am dritten Sonntag vor den Fasten, genannt Septuagesime, steht geschrieben bei St. Matthäus im 20. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus sprach: Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch, ein jeder, seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Gelobt seist du, Herr Jesu. Lob sei dir, o Christi. Wenn ich bei meinen Gemeindebesuchen über die früheren Grenzen West-Berlins fahre, dann läuft mir auch mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer oft immer noch ein Schauer über den Rücken. Ich habe die Zeiten des real existierenden Sozialismus in der DDR ja noch miterlebt, gewiss nur als Besucher, aber die Erlebnisse, die ich dort hatte, machten mir genügend deutlich, dass ein Wirtschaftssystem nicht funktionieren kann, das meint, ohne Leistungsanreize auskommen zu können, und darauf vertraut, dass sich die Menschen so umerziehen lassen, dass jeder gerne all das, was er hat, mit anderen teilt, die weniger leisten als er selber. Solch ein System kann man nur dadurch aufrechterhalten, dass man die Leute, die man gerne umerziehen möchte, einsperrt. Sonst laufen die Leute aus dieser vermeintlich so schönen neuen Welt früher oder später alle weg. Nun wird uns im Heiligen Evangelium dieses dritten Sonntags vor der Fastenzeit von Jesus eine Geschichte erzählt, die beim ersten Hinhören in mancher Hinsicht klingt wie eine Live-Reportage aus der untergegangenen DDR. Gewiss, das schildert uns Jesus einen Menschen mit Privatbesitz, mit einem Weinberg, der offenkundig nicht Teil einer Kolchose ist. Und auch die soziale Absicherung der Arbeiter, die uns Jesus hier vorstellt, entspricht nicht unbedingt sozialistischen Standards. Jeden Morgen neu müssen sie darauf hoffen, dass sie eingestellt werden, damit sie den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie für einen Tag verdienen. Ein Silbergroschen, der reichte zum Leben für diesen einen Tag. Die Geschichte geht also ganz normal los. Schon früh am Morgen stehen die Arbeitswilligen am Marktplatz Schlange, um für die Arbeit im Weinberg angeworben zu werden. Offenkundig nimmt der Weinbergsbesitzer alle, die da stehen. Denn bald darauf kehrt er nochmal zurück, um noch mehr Arbeiter einzustellen, die sich mittlerweile nicht mehr ganz so früh
dort auf dem Markt eingefunden hatten. Während der Besitzer des Weinbergs den Ersten, die er früh am Morgen angeworben hatte, noch eine konkrete Gehaltszusage gegeben hatte, eben diesen einen Silbergroschen, sagt er zu diesen Nächsten nur noch: Ich will euch geben, was recht ist. Und von da an wird die ganze Geschichte immer unglaublicher. Dass der Weinbergsbesitzer mittags und nachmittags nochmal zurückkommt, um weitere Arbeiter anzuwerben, ist schon kaum zu fassen. Aber dass er dann eine Stunde vor Ende der Arbeit noch einmal Leute einstellt, ist etwas, was sich wohl nur in der Geschichte, aber niemals in der Wirklichkeit abgespielt haben dürfte. Irgendeine Form einer Gehaltszusage macht der Weinbergsbesitzer diesen Leuten nicht. Er nimmt sie einfach mit zur Arbeit. Und dann wird es scheinbar so richtig sozialistisch. Bei der Lohnauszahlung fängt der Verwalter des Weinbergs auf Geheiß seines Chefs damit an, zuerst denen ihren Lohn zu geben, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Und sie bekommen, kaum zu fassen, einen Silbergroschen, den Lohn für die Arbeit eines ganzen Tages. Und dann geht es weiter. Alle bekommen denselben Lohn, den einen Silbergroschen, auch die, die den ganzen Tag von morgens früh an gearbeitet hatten. Gewiss, genau diesen Lohn hatte der Weinbergsbesitzer mit ihnen vereinbart. Aber dass sie am Ende nun nicht mehr bekommen als die, die nur ein Zwölftel der Arbeitszeit tätig waren wie sie selber, das können sie dann doch nicht akzeptieren. Gewiss, der Weinbergsbesitzer ist frei, kann jedem so viel geben, wie er will, solange er sich an seine eigenen Zusagen hält. Und doch möchten wir ihm aus Erfahrung zurufen: Diesen Überraschungskuh kannst du dir nur einmal leisten. Ab dem nächsten Tag wirst du die ersten Arbeiter frühestens nachmittags um 3 auf dem Marktplatz sehen. Kein Mensch wird doch so blöd sein, sich dann noch morgens hinzustellen, wenn man für die Arbeit von einer Stunde denselben Lohn erhält wie für die Arbeit von 12 Stunden. Nun könnte man diese Geschichte als eine etwas kuriose Erzählung von einem reichlich naiven und weltfremden, sozialistisch angehauchten Arbeitgeber schnell beiseite legen. Wenn ich Jesus selber gleich in der Einleitung zu dieser Geschichte behaupten würde, genau so ginge es im Himmelreich zu. Um Gott geht es, der allen, die er angeworben hat, denselben Lohn gibt, ganz gleich, ob sie viel oder wenig gearbeitet haben. Wieso soll nun bei Gott funktionieren, was ansonsten unter den Menschen nicht funktioniert? Wie will Gott verhindern, dass sein Modell, allen das Gleiche zu geben, am Ende nicht doch ein großer Flop wird? Gott vertraut darauf, dass er den Menschen ein Angebot macht, das dermaßen gut ist, dass man nur von Herzen froh sein kann, wenn einem dieses Angebot gemacht wird. Ach, was sage ich? Gott macht nicht einfach nur ein gutes Angebot, sondern er ist es, der die Leute auswählt und in seinen Weinberg holt. Und jeder, der von Gott eingeladen und ausgewählt wird, weiß, das ist ein so großes Geschenk, was Gott mir macht, dass ich mich gar nicht genug freuen kann, dass Gott mich, ausgerechnet mich, in seinem Weinberg mit dabei haben will. Denn in Wirklichkeit stehen Arbeitsleistung und Lohn in überhaupt keinem Verhältnis zueinander. Der Lohn, der uns am Ende erwartet, ist so viel größer als alles, was wir uns jemals erarbeiten könnten, dass wir allemal wissen, wir bekommen viel, viel mehr, als wir verdient haben. Gott ist so frei, mich unendlich mehr zu belohnen, als es von meinen Leistungen, von meinem Einsatz angemessen wäre. Denn sein Lohn ist das Leben. Nicht bloß für einen Tag, sondern Leben in Ewigkeit, Leben in Fülle, Leben ohne Tod, ohne Angst, ohne Depression, Leben in der sichtbaren Gegenwart des lebendigen Gottes. Wer dorthin guckt, kommt gar nicht auf die Idee zu pokern, ob er vielleicht mit einem geringeren Aufwand an diesem Ziel ankommen kann. Wer dorthin guckt, kommt erst recht nicht auf die Idee zu meinen, er würde ungerecht behandelt, nur weil Gott andere genauso reich beschenkt wie ihn selber. Leben
In der ewigen Gegenwart des lebendigen Gottes gibt es nur ganz oder gar nicht. Da gibt es keine Business- oder Economy-Class, erst recht keine First-Class-Sitze, bei denen man ein bisschen dichter an Jesus dran wäre als die anderen. Alle bekommen wir dasselbe, das ewige Leben. Und wem das aufgegangen ist, der wird einfach nur noch fröhlich in Gottes Weinberg, in seiner Kirche mitarbeiten, wird sich einfach nur darüber freuen, dass er auch mit dabei sein darf. Ja, wird sich einfach nur darüber freuen, wenn Gott noch viele andere Arbeiter in seinen Weinberg holt. Was Gott uns als Lohn in unserer Taufe zugesagt hat, ist so überwältigend viel, dass wir uns nicht mehr mit anderen vergleichen müssen. Nein, ich komme nicht ins ewige Leben, weil ich besser bin als andere, sondern weil Gott auch mich in der Taufe in seinen Weinberg gerufen hat. Und Gott ist eben nicht wählerisch. Der nimmt sie alle, nimmt, wen er nur finden kann. Und darum nimmt er allen Ernstes auch dich und sogar mich. Was haben wir für einen wunderbaren Gott? Amen.